Die Komplexität des Denkens. Was ist damit gemeint? Ich meine damit, dass unser Denken nicht nur ein Denken ist, sondern dass unser Denken aufgeteilt ist in mehreren Varianten. Das heißt, einmal ist der Verstand das anerlernte Wissen, was im Denkprozess agiert. Dann das berühmte Ego-Wissen, was uns immer wieder fährt, was uns denkt. Und zweitens ist es der Beobachter. Der Beobachter, der unser Denken wirklich beobachtet. Das wären also genau diese drei Dinge erstmal. Dann geht es zu unterscheiden, wenn wir am Denken sind, wie denken wir? Wir denken in verschiedenen Ebenen. Einmal denken wir, wenn wir so sitzen und tun gar nichts und gucken vor uns her und dösen, dann ist das die untere Linie, die untere Schiene des Denkens. In diesem Denken, also man sieht so ein so aus, ist super angenehm, aber in diesem Denken geschieht nicht viel. Dann kommt die zweite Kategorie, nochmals, wo ich sage, die mittlere Stufe des Denkens. Das ist genau die Stufe, wo wir denken und gucken, tut uns einer was, will uns einer was, mache ich alles richtig, komme ich hier richtig an, was mache ich hier, darf ich hier so sein, muss ich mich verändern oder ähnliches. Das ist das zweite. Das dritte Denken, was über diesem steht, ist das ganz bewusste Denken. Das bewusste Denken, das Denken, was mit dem Sein zusammenhängt. Dass ich da bin, dass ich da sein darf. Dass einfach eine innere Ruhe, eine innere Präsenz von allen unteren zwei Denkstufen mich trennt. Ich nehme mich in diesem Denken bewusst wahr und vergleiche mir mit keiner anderen Reaktion oder Anfeindung oder ähnlichen Gedanken. Hier oben ist das Denken, das Gedachtwerden ausgeschaltet. Und in diesem, wo ich hier denke, ist auch viel Ruhe und Schweigen drin. Das heißt, ich nehme einen Raum ein, der ganz einfach still ist. Und in dieser Stille werde ich größer. Werde ich stärker. Mein Bewusstsein vergrößert sich. Ich bin nicht mehr angreifbar. Und ich bin auch nicht verletzbar. Weil ich einfach nur der bin, der ich wirklich bin. Okay, die lassen wir mal so stehen. Macht euch mal Gedanken drüber. Wenn ihr möchtet. Okay? Dieses mit einem Teil, was uns zum Glück hinführt. Ohne dieses Denken kommen wir nicht in der Phase des Glücks hinein. Denn es liegt nur Makulatur. Ich danke euch fürs Zuhören. Ciao.